Kühlgeräte haben eine Wärmepumpe. Luftentfeuchter arbeiten mit einer Wärmepumpe. Oft wird mit Hilfe einer Wärmepumpe geheizt und neuerdings macht man auch Eiswasser mit einer Wärmepumpe. Doch was pumpt eigentlich eine Wärmepumpe? Und wie funktioniert eine Wärmepumpe? Das will ich jetzt nachfolgend erklären. Zuerst einmal zum Begriff Wärme. Wenn wir sagen, Wärme wird erzeugt, Wärme wird gespeichert und Wärme fließt von da nach da, dann meinen wir mit dem Wort Wärme die physikalische Größe Entropie. Entropie ist also etwas, das man sich sehr gut vorstellen kann. Das ist ein anderes Wort für das, was wir normalerweise mit Wärme bezeichnen. Das heißt, eine Wärmepumpe befördert Entropie aus dem Innern des Kühlschranks nach außen oder von außen in die Heizung des Hauses hinein. Schauen wir uns das einmal schematisch an. Als Vertikale haben wir hier die Temperatur, wobei der Nullpunkt jetzt hier dem absoluten Temperaturnullpunkt entspricht. Das heißt, wenn die Wohnung 20 Grad Celsius warm ist, dann sind das 293 Kelvin. Diese rote Farbe hier, die steht für die Entropie. Das heißt, die Wohnung ist quasi gefüllt mit Entropie bis zum Niveau 293 Kelvin. Im Gefrierschrank drin haben wir eine Temperatur von minus 18 Grad Celsius oder eben 255 Kelvin. Und die Wärmepumpe des Gefrierschranks, die pumpt jetzt Entropie aus dem Innern nach außen. Diese Entropie fließt dann immer wieder nach und muss immer wieder neu hinaus befördert werden. Und um diese Entropie zu pumpen, braucht es Energie. Bei der Heizung ist es so, dass zum Beispiel der Garten da, dieser Kollektor im Garten draußen eine Temperatur hat von 7 Grad Celsius oder eben 280 Kelvin. Und da muss die Wärmepumpe da Entropie entziehen und diese Entropie in die Wohnung hineinpumpen. Und im Winter geht dann diese Entropie durch Dach, Fenster und Mauern nach draußen. So muss immer neue Entropie aus dem Garten gepumpt werden. Schauen wir uns das einmal schematisch an. Hier sehen wir als Schema die Wärmepumpe. Wir haben eine Eingangstemperatur, eine Ausgangstemperatur und der rote Strich, das ist jetzt der Strom von Entropie. Die grünen Striche, die symbolisieren den Energiefluss. Nehmen wir an, wir hätten außen, also beim Eingang der Wärmepumpe, eine Temperatur von minus 23 Grad Celsius oder eben 250 Kelvin. Und am Ausgang der Wärmepumpe, also auf der Warmseite, hätten wir eine Temperatur von 27 Grad Celsius. Also von 23 minus auf 27 plus Grad Celsius. Wenn wir jetzt eine Leistung haben, der Wärmepumpe von 50 Watt, also diese Leistung bezieht die Wärmepumpe jetzt aus dem elektrischen Netz, dann können wir ausrechnen, wie stark der Entropiestrom im Idealfall ist. Wir müssen einfach die Pumpleistung von 50 Watt dividiert durch die Pumphöhe von 50 Kelvin, von 250 Kelvin auf 300 Kelvin, sind das 50 Kelvin dividieren und bekommen einen Entropiestrom von 1 Watt pro Kelvin. Jetzt können wir dieses Watt pro Kelvin multiplizieren mit 250 Kelvin und dann bekommen wir hier einen Energiestrom von 250 Watt und am Ausgang können wir den Entropiestrom multiplizieren mit 300 Kelvin, dann bekommen wir hier 300 Watt. Das heißt, die Wärmepumpe entzieht dem Kaltgebiet 250 Watt. Dann kommen die 50 Watt dazu, die wir zum Pumpen brauchen. Das ist elektrische Leistung. Und dann bekommen wir eine ausgangsthermische Leistung von 300 Watt.
Wenn man nur mit der Energie argumentiert, dann kann man nie verstehen, wie so eine Maschine wirkt, also wie sie im Prinzip funktioniert. Wenn man aber die Entropie einführt als primäre Wärmegröße, dann ist die Erklärung doch sehr einfach. Schauen wir uns noch eine zweite Wärmepumpe an, also eine zum Heizen. Haben wir hier 280 Kelvin wie vorher, also 7 Grad Celsius, und am Ausgang haben wir 27 Grad Celsius, entsprechend 300 Kelvin. Wenn wir jetzt eine Heizleistung von 3 Kilowatt wollen, dann können wir die 3 Kilowatt dividieren durch die Ausgangstemperatur von 300 Kelvin. Dann bekommen wir einen Entropiestrom von 10 Watt pro Kelvin. Und dann können wir auch die Pumpleistung rechnen, nämlich 20 Kelvin Pumphöhe mal 10 Watt pro Kelvin, das sind 200 Watt. Wir können auch den Energiestrom am Eingang rechnen, also das, was aus dem Garten kommt, das sind 10 Watt pro Kelvin mal 280 Kelvin, das sind 2,8 Kilowatt. Also in unserem Beispiel kommen 2,8 Kilowatt aus dem Garten, 3 Kilowatt gehen ins Haus rein und das kostet uns nur 200 Watt. Das ist natürlich absolut idealisiert, denn erstens dürfte die Temperatur im Garten draußen tiefer sein, die Heiztemperatur, also die Vorlauftemperatur des Heißwassers, dürfte eher höher sein und vor allem haben wir hier noch Verluste. Verluste heißt in jedem Fall, dass Entropie produziert wird. Und das ist ein bisschen der Pferdefuß der Entropie. Entropie kann also nicht nur gespeichert und transportiert werden, Entropie nimmt auch zu, immer dann, wenn Reibung herrscht. Und das haben wir praktisch überall. Das heißt, auf der ganzen Erde wird überall Entropie produziert. Gehen wir über zur eigentlichen Funktionsweise, also hier noch einmal die schematische Darstellung. Was passiert hier? Wir haben hier den Kaltbereich, also das Gefrierfach. Da haben wir eine Flüssigkeit drin, die verdampft. Und eine Flüssigkeit, die verdampft, die nimmt sehr viel Wärme auf, sprich nimmt sehr viel Entropie auf. Dann am Schluss haben wir dann ein kaltes Gas und dieses kalte Gas wird hier im Kompressor verdichtet, also so wie mit der Fahrradpumpe einfach zusammengedrückt. Dann steigt der Druck und es steigt die Temperatur. Dann haben wir Ausgangskompressor oder Verdichter, haben wir dann heißes Gas. Das geht dann auf der Rückseite des Kühlschranks durch diesen Wärmetauscher hindurch und gibt da die Entropie ab bei hoher Temperatur und hohem Druck. Am Schluss geht dann die Flüssigkeit, also wenn die Entropie abgegeben ist, dann haben wir wieder Flüssigkeit, geht die Flüssigkeit durch dieses Drosselventil, dadurch sinkt der Druck. Ein Teil der Flüssigkeit verdampft wieder und der Rest kühlt ab auf die tiefe Temperatur, die wir brauchen. Dann geht dieses Flüssigkeit-Gas-Gemisch wieder durch diese Wärmetauscher hier und nimmt wieder Entropie auf und der Rest der Flüssigkeit verdampft wieder und der ganze Prozess beginnt von vorne. Hier noch ein ähnliches Schema für eine Wärmepumpe zum Heizen. Wir haben also hier den Kompressor, macht man aus tiefer Temperatur, tiefem Druck, macht man hohe Temperatur, hohen Druck. Dann wird hier die Wärme abgegeben, die braucht man jetzt zum Heizen. Dann kommt das Drosselventil, dann sinkt Druck und Temperatur ab und hier nimmt dann die verdampfende Flüssigkeit wieder Entropie auf. Soweit zur Funktionsweise, zur eigentlichen Funktionsweise einer Wärmepumpe. Ich denke, das kann man gut verstehen. Man kann jetzt diesen Prozess noch idealisieren. Das habe ich gemacht hier. Da haben wir also die spezifische Entropie als horizontale Achse, also Entropie pro Kilogramm. Und als vertikale Achse haben wir die absolute Temperatur.
Dieses Kältemittel R134a, ich glaube, das ist mittlerweile verboten, das arbeitet jetzt hier zwischen 273 und 313 Kelvin. Wir haben hier in diesem Diagramm zuerst den Kompressionsvorgang, dann hier den Abkühlvorgang bei hoher Temperatur. Das Grüne ist dann die Energie, die weggeht. Dann hier das Drosselventil und hier dann wieder das Verdampfen. Und das Grüne ist wieder die zugehörige Energie. Also wir haben horizontal den Entropieaustausch und als Fläche unter der Kurve haben wir dann die mitgeführte Energie. Das entspricht genau der Argumentationsweise von vorher. Diese grüne Linie da, die durchgezogen ist, ist die Phasengrenze. Das heißt, hier ist alles gasförmig, da drüben ist alles flüssig und dazwischen haben wir das Übergangsgebiet flüssig-gasförmig. Also noch einmal komprimieren, abkühlen und verflüssigen, dann drosseln, kühlt sich ab und dann hier wieder verdampfen bei tiefer Temperatur und tiefem Druck. Und die Entropie, also hier der horizontale Achsenabschnitt mal die Temperatur, gibt dann die Energie, die mitgeht. Das also auch hier sieht man sehr schön, die Energie ist die Begleitmusik und die Entropie ist das eigentliche Orchester. Ich kann das Ganze noch im Druckvolumendiagramm darstellen, also hier haben wir den Druck, da das Volumen pro Kilogramm, das spezifische Volumen. Die grüne Linie ist wieder die Phasengrenze zwischen gasförmig und flüssig. Und der Prozess beginnt also auch hier wieder mit Komprimieren, praktisch auf der Phasengrenze. Das ist die Kompressionsarbeit. Dann hier kondensieren, Wärme abgeben, hier entspannen im Drosselventil und hier dann wieder Entropie aufnehmen bei konstantem Druck und konstanter Temperatur. Das, was ich jetzt erzählt habe, ist ein bisschen mehr für Fachleute, aber das, was ich vorher erzählt habe, das sind doch so grundlegende Prozesse, die könnte man an jeder Schule unterrichten. Man müsste es nur wollen und die Lehrer müssten halt die Thermodynamik verstehen.